Ganz herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde. Hier ist Hamburg, hier ist die Sporthalle Wandsbek und hier ist der 8. Spieltag der Futsal-Bundesliga. Und wir begrüßen euch hier und heute nicht zu irgendeinem Spiel, sondern es könnte ein ganz, ganz besonderes, / historisches werden, denn ein neuer Zuschauerrekord ist heute möglich für die Futsal-Bundesliga und nebenbei ist es ja auch noch ein Stadtderby. HSV Panthers gegen FC St. Pauli Futsal, das ist heute unsere Begegnung für euch und ja, wenn ihr mal ein bisschen den Blick schweifen lässt in die Halle, dann seht ihr, es ist schon richtig gut gefüllt und wir sind selber sehr, sehr gespannt, wenn es gleich losgeht mit dieser besonderen Partie in der Futsal-Bundesliga. Und um euch schon mal ein bisschen einzustimmen, haben wir uns vor dem Spiel auch noch die eine oder andere Stimme geholt. Zwei sind es ganz genau. Sebastian Dudek, der Kapitän vom FC St. Pauli Futsal und auch Michael Meyer, der spielende Co-Trainer der HSV Panthers, haben sich nochmal explizit zu der Begegnung heute geäußert, zu der Woche, wie sie erlebt haben und natürlich auch zum Faktor Atmosphäre heute. Sebastian Dudek ist hier von St. Pauli Futsal. Sebastian, Kapitän dieser Mannschaft, ihr seid aufgestiegen, ihr hattet einen super Saisonstart, zuletzt dreimal in Folge, auch zuletzt denkbar knapp verloren. Wie habt ihr das aufgearbeitet, diese leichte Niederlagenserie zuletzt? Ja, also intern war es halt schwierig, weil es halt wirklich knappe Niederlagen waren und auch zum Ende hinaus unglücklich. Man hätte mehr rausholen können, aber ja, wir sind halt neu in der Liga, haben gerade einen Lernprozess. Die Jungs haben den Kopf nicht hängen gelassen, sondern haben intern in diesen WhatsApp-Gruppen, was sie da überall sind, motiviert, gepusht, immer auch gesagt, woran wir arbeiten müssen, immer noch ein Stück konzentrierter zu sein. Und ja, also ich hoffe, dass es heute besser läuft als in den letzten Spielen. Du sprichst es schon an, Stadtderby heute, Rekordkulisse, Riesenspiel auch für die Futsal-Bundesliga. Ab wann war denn der Schalter endgültig auf Derby umgelegt? Beschreib mal vielleicht die Woche so ein bisschen von euch. Die Woche war sehr gut. Ich glaube, so viel Trainingsbeteiligung hatten wir seit langem gar nicht mehr. Also die Jungs sind heiß, wollen alles, wollen auch motiviert. Auch die letzten Tage in den WhatsApp-Gruppen nur Mut zugesprochen, den Gegner respektiert, was wichtig für uns ist. Und ja, die Jungs sind heiß. Also die haben Lust, Bock und wollen Gas geben heute. Gute Voraussetzung auf jeden Fall. Euer Gegner HSV Panthers, euch natürlich sehr gut bekannt. Wie charakterisierst du die Truppe? Was zeichnet die aus? Vielleicht auch jetzt mit dem einen oder anderen Personalproblem? Ist schwierig. Wie gesagt, wir sind ja gerade aufgestiegen. Ist halt eine neue Truppe, eine junge Truppe von Panthers. Ist halt nicht mehr die Truppe, die damals Ono Olusoy mit Michi Meyer gegründet haben. Und die Jungs von Pauli, auch von Patrick Ernst und ich, sind ja Urgesteine bei Pauli. Hat sich halt in den letzten Jahren geändert. Auch ja, HSV ist halt hochgegangen, direkt in die Liga, hat immer die besseren Spieler. Wir haben es kompensiert mit unseren Straßenkickern und ja, ich weiß das, also ist schwierig zu beantworten. Ich bin einfach froh auf das Spiel heute und die Jungs sind halt motiviert, ne, für das Spiel heute. Sehr schön, also euer Spielstil ja auch mit einem reichlich Entertainment-Faktor, wenn man sich die letzten Ergebnisse anschaut, also sind wir heute sehr gespannt. Letzte Frage, ja, Sebastian, hinter uns ist alles leer, gleich wird alles voll sein, die meisten Zuschauer sind wahrscheinlich nicht für euch, was glaubst du trotzdem, wie wird die Kulisse das Spiel und ganz speziell vielleicht auch euch beeinflussen? Das Schöne ist bei den Derbys gegen HSV, wir hatten schon mal öfter mal ausverkaufte Hallen und da muss ich sagen, oder auch in der letzten Regionalliga bei Hannover hatten wir auch ausverkauften Hallen, das pusht uns. Die Jungs können mit dieser Flut an Gegengesängen, Anti-Gesängen gegen uns sehr gut umgehen und das pusht uns nur mehr. Also umso lauter die Halle gegen uns, umso befreiter spielen wir sozusagen auf. Das sind gute Voraussetzungen. Ich sage schönen Dank für das Interview jetzt noch kurz vor Anpfiff. Wir freuen uns sehr auf das Spiel. Bis später. Dankeschön.
Michael Meyer steht bei mir von den HSV Panthers. Ja, Michael, du bist schon so lange dabei hier im Futsal. Hinter uns die Tribünen sind noch leer. Gleich werden hier über 1000 Zuschauer da sein. Rekordspiel in der Futsal-Bundesliga, das ist angepeilt. Wie fühlst du dich? Also ich fühle mich super. Das ist natürlich ein Spiel, auf das wir lange hingearbeitet haben. Sehr besonderes Spiel. Erstes Bundesliga-Aufeinandertreffen zwischen Pauli und HSV. Deswegen hoffe ich auf eine gute Kulisse und dass wir es beide in vollen Zügen genießen können. Du sprichst es an, genießen, und du sprichst die Gemeinsamkeiten an. Ihr teilt euch die Halle. Inwiefern seid ihr Spieler untereinander schon irgendwie verbunden? Gab es da unter der Woche vielleicht die eine oder andere Textnachricht mehr untereinander? Also ich glaube, bei der jungen Generation tatsächlich bestimmt noch häufiger als bei meiner. Ich habe mir mal alte Fotos durchgeguckt und mir ist klar geworden, wie lange wir da eigentlich schon aufeinandertreffen, so zwischen den Trainern und den älteren Spielern. Ja, da kriegt man schon eine gewisse Melancholie, und dann jetzt auch vielleicht vor so einer tollen Kulisse heute zu spielen, ist man mega stolz und freut sich einfach. St. Pauli Futsal Aufsteiger, sehr, sehr gut gestartet, zuletzt gegen die Top-Teams auch sehr, sehr gut ausgesehen, nicht gepunktet. Wie schätzt du sie ein? Oh, Pauli ist auf jeden Fall heute sehr gefährlich. Ich kenne die Jungs lange, sind super in die Saison gestartet, und gegen Weidendorf, denke ich, am Ende Pech gehabt. Müssen wir gut vorbereitet sein, und freut mich natürlich als Aufsteiger, sie auch in der Bundesliga begrüßen zu können, und wenn sie dann gleich so eine Top-Leistung bringen, dann umso besser für unseren Sport, denke ich. Kommen wir zu euch. Zuletzt 11:3 in Penzberg, ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt. Ihr seid momentan ein bisschen gebeutelt, auch mit Verletzungen. Schweißt euch das als Mannschaft noch mehr zusammen? Ich hoffe es auf jeden Fall. Kann ich natürlich nach dem Spiel besser sagen als vor dem Spiel. Ich hoffe, dass unser Teamgeist da besteht und dass wir dadurch enger zusammenrücken. Ja. Jetzt vor etwa 4 Wochen hier an gleicher Ort und gleicher Stelle gegen Wacker Eagles schon mal eine sehr, sehr gute Derby-Erfahrung gemacht. 8:0 hieß es hier. Inwieweit könnt ihr das auch für heute mitnehmen? Was habt ihr da gut gemacht, was euch heute auch helfen könnte? Also das ist schon richtig. Das müssen wir komplett ausblenden. Derby hat immer seinen eigenen Charakter, seine eigene Vorgeschichte. Also müssen wir... Funktioniert. Müssen wir heute so spielen, als ob das Spiel nicht stattgefunden hat. Das sind zwei verschiedene Sachen, und ja, müssen uns voll auf Pauli konzentrieren. Letzte Frage, ich muss es nochmal ansprechen. Die Fans, die aktive Fanszene des HSV hat sich heute angekündigt. Bis zu 1000 Zuschauer, die werden euch heute richtig pushen. Was glaubt ihr oder was glaubst du, was gibt euch das auf dem Platz? Also ich kann mir vorstellen, dass es natürlich beiden Mannschaften viel gibt, vor dieser Kulisse zu spielen, sei es dann von HSV oder von Pauli. Wir spielen auch gerne in Lernhallen gegeneinander. Wenn es jetzt mal eine volle Kulisse ist, hoffe ich, dass es einfach das ganze Spiel pusht und uns eine Sportart zeigt, was da möglich ist. Und ich hoffe, dass wir das als Spieler gut auf den Platz transportiert bekommen. Und sind natürlich mega stolz, dass der HSV uns die entsprechende Kulisse gibt. Ich glaube, davon hat jeder auch schon lange in unserer Sportart geträumt, und ich hoffe, dass es heute dann wahr wird. Super, dann vielen Dank, Michael Meyer, auf ein schönes, unterhaltsames Spiel, und ja, wir gehen erstmal wieder zurück. Dankeschön. Hallo Futsal Deutschland, hier ist die Sporthalle Wandsbek in Hamburg, Futsal Bundesliga, 8. Spieltag, und wir kommen direkt zu den Ausstellungen der beiden Teams, starten mit den Gastgebern, die HSV Panthers, spielen wie folgt. Trainer Joost van Gerwen hat folgenden 5 sein Vertrauen geschenkt: im Tor Yalcin Ceylani, mit der 4 Nikolas Stankovic, die 7 Michael Meyer, mit der 8 Dennis Öztürk und die 5 Mohamed Labiat. Auf der Reservebank zunächst Bünyamin Bulanik, das ist der zweite Keeper. Weiterhin
mit der 9 Yassin Zabihi, die 15 Ermin Balic, die 22 Boris Lastro, ebenfalls ein Keeper, und die 29 Ian Prescott Klaus. Er ist zurück, nachdem er zuletzt verletzungsbedingt pausieren musste, und reingerückt in den Kader für den kurzfristig verletzten Nico, beziehungsweise Finn Hanke. Das ist Nico Zankel. Finn Hanke, der ist eben noch ganz traurig an uns vorbeigegangen, hat einen Bänderriss erlitten am Donnerstag im Training, kann heute nicht mitwirken. Gute Besserung auch an unserer Stelle, sowie allen Verletzten der Panthers. Die müssen heute immerhin noch auf Zit Siskin und Uno Saklim unter anderem verzichten. Und auch Kumal Hadiri hat es heute nicht geschafft, aus privaten Gründen. Wir widmen uns den Gästen FC St. Pauli Futsal, und Trainer Patrick Ernst Bunzemeyer hat folgendes Starting Five auf den Spielberichtsbogen geschrieben. Im Tor der Kapitän, eben im Interview gehört, Sebastian Dudek. Mit der 5 Idris Atay. Die 7 trägt Mohamed Mossafari, mit der 27 Younes Bou, und die 43, das ist Maximilian Grünberg. Zunächst auf der Bank der Ersatztorhüter Valentin Renner, mit der 8 Juri Jeremejew, hier gegen seinen Ex-Club in der vergangenen Saison für die Panthers einige Bundesliga-Minuten gespielt. Mit der 9 zurück nach Rotsperre zuletzt gefehlt Josef Spu. Mit der 14 Martin Schröder, die 16 trägt Farid Nurestan, die 34 Konrad Janta, die 70 Selim Aykic und die 99 Giovanni Düring. Ja, gehen wir rein. Die Stimmung ist, ja, sehr, sehr positiv, und ja, der Trainer bzw. Mo Labiat, der sportliche Leiter, der ja in Personalunion Spieler ist und Funktionär, der hat gesagt, zur Bedeutung diese Rivalität, das tut der Futsal-Bundesliga gut, die sportliche Rivalität ist vorhanden. Er selbst hat mit Patrick Ernst Bunzemeyer viel, viel telefoniert. Da ging es natürlich auch um die Organisation dieses Spiels. Aber, und das ist das Wichtigste, er hat gesagt, nach dem Spiel sind wir alle wieder Freunde. Und ich finde, genauso muss das Motto sein. Hereinspaziert. Also, ich hoffe, ihr konntet die Atmosphäre schon mal so ein bisschen auf euch wirken lassen. Natürlich ist das hier ein Heimspiel der HSV Panthers, und sie haben Unterstützung bekommen für dieses Spiel von der aktiven Fanszene, die HSV Supporters, die sonst die Fußballmannschaft der ersten Herren unterstützen. Die haben jetzt während der WM ein Alternativprogramm ausgerufen, besuchen verschiedene Spiele des Vereins, und heute also hier beim Futsal, 800 bis 1000, so schätzt man, HSV-Fans hier und heute in der Sporthalle Wandsbek, und von uns gesehen links etwa 100 St. Pauli-Supporters, aber eins ist klar, die hier, die haben hier stimmungstechnisch den Hut auf. Ja, was können wir erwarten von der heutigen Partie? Die Panthers zuletzt mit einem fulminanten 11:3 Sieg in München, in Penzberg genauer gesagt. Und da hat natürlich wirklich vieles gepasst. Mo Labiat sehen wir mit der 5, der hat eine Platzwunde erlitten, musste in München bleiben die Nacht, ist er mit dem Flugzeug zurückgekommen.
und St. Pauli Futsal haben sich wirklich sehr, sehr teuer verkauft. Im letzten Spiel gegen den TSV Weilimdorf 6:7 verloren in einem packenden Match, nachdem sie 2 Minuten vor dem Ende noch geführt haben mit 6:5. Aber all das ist aufgearbeitet. Wir gehen rein ins Stadtderby. HSV Panthers gegen St. Pauli Futsal. Der HSV in den dunkelblauen Jerseys von rechts nach links. St. Pauli von links nach rechts. Viel Spaß. Ja, ich fand es sehr spannend, vorm Spiel nochmal den Akteuren sprechen zu können über den Faktor Atmosphäre. Das ist hier nichts Alltägliches. In der Regel 200, 300 Zuschauer in der Futsal-Bundesliga. Der Rekord im Übrigen, der stammt aus dem Finalspiel. Aber Achtung, wir gehen direkt rein. Michael Meyer, der spielende Co-Trainer mit der ersten Aktion. Öztürk haben wir hier mit der Ecke, Meier und Öztürk mit der ersten Gelegenheit. Dennis Öztürk, 21 Jahre, auf seinen linken Fuß müssen die Gäste aufpassen. Da haben wir ihn wieder. Hat hier gegen die Wacker Eagles vor 4 Wochen im ersten Stadtderby den Hammer ausgepackt mit dem linken Fuß. Und auch heute wird er sich sicherlich einiges vorgenommen haben. Aber nicht nur er. Das ist Mohamed Muzaffari. Yunus Bu, Grünberg und das erste Dribbling. Und für alle, die nicht so häufig Futsal gucken, oben unterhalb der Anzeige der beiden Teams, da wird jetzt das erste Foul vermerkt auf Seiten der HSV Panthers. Und wenn dort die Zahl 5 steht, dann müssen die Panthers aufpassen, denn jedes weitere Foul gibt einen direkten Freistoß aus 10 Metern ohne Mauer. Jetzt ist eine Mauer dabei, aber der ist trotzdem nicht einfach für Ceylani. Flatterte ein bisschen Yunus Bu. Aber Ceylani im Tor der Hamburger bzw. der Panthers. Hamburger Mannschaften sind ja heute 2 hier und heute zugegen. Übrigens 3 Hamburger Clubs in der Futsal-Bundesliga. Die Wacker Eagles, die hier vorhin noch gegen Düsseldorf gespielt haben. Also wenn man so will, Futsal-Hauptstadt Hamburg. St. Pauli diese Saison aufgestiegen als Aufsteiger. Ah, wieder Foul. Möchte Michael Meyer nicht wahrhaben, macht Maximilian Grünberg, aber auch clever. Ja, das ist mir ein bisschen wenig. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist zu sehr gewollt. Kontakt, wenn überhaupt minimal. Sei es drum. Standard und die ist gefährlich. Und diesmal macht es nicht Spoo, wie es aussieht, sondern Juri Jeremejew drüber. Jeremejew, wir haben es eingangs erwähnt, er vergangene Saison noch gespielt für die Panthers. Aber, und das war auch wichtig zu betonen, er kommt von St. Pauli Futsal, hat da das Spielen erlernt. Das hat mir Patrick Ernst Bunzemeier noch verraten im Vorgespräch.
Aber Jeremejew dürfte noch mal ein bisschen mehr motiviert sein. Ist da ganz nah an den Fans. Alle drei Tribünen wurden heute rausgefahren für dieses Spiel. Überhaupt viel, viel organisiert worden im Laufe der Woche. Ist natürlich auch mal ein Sicherheitsspiel, wenn St. Pauli auf den HSV trifft. Aber die Stimmung ist wirklich fantastisch. Mozzafari und im letzten Moment Labiat, der Routinier. Spu, Jeremejew, wieder Younes Spu. Gibt ja drei Brüder, die dort spielen. Josef Spu hatte ich erwähnt, mit 7 Toren. Ja, guter Zweikampf und das ist Labiat und in allerhöchster Not Mohamed Mozzafari. Ja, gespielt und der ein oder andere Futsal-Fan, der öfter dabei ist, mag es mir verzeihen, wenn ich ab und zu noch hier ein bisschen was erkläre. Gespielt wird 2x20 Minuten und anders als beim Fußball wird hier wirklich gestoppt bei jeder Unterbrechung. Insofern haben wir dann wirklich 20 Minuten pro Halbzeit Netto-Spielzeit. Und das macht diesen Sport natürlich so attraktiv, weil nichts verloren geht. Kein Drehen an der Uhr. Ja, Labiat mit schmerzverzerrtem Gesicht. Erstes Foul auch gegen die Gäste. Labiat, das ist Meier, der schon so viel erlebt hat, der Nationalspieler, aber der gesagt hat im Vorfeld im Interview, auch für ihn natürlich was ganz Besonderes, dieses Stadtderby. Ja, langer Abwurf, auch das ist ein probates Mittel. Auch von St. Pauli im letzten Spiel praktiziert gegen Weilimdorf. Lange Bälle auf Grünberg von Younes Spu zum Beispiel. Achtung, richtig gute Aktion und richtig gute Parade von Sebastian Dudek, dem Kapitän, der da all seine Torwartkünste auspacken muss. 35-jähriger Routinier. Im letzten Heimspiel hat auch Valentin Renner, der Ersatzkeeper, viel, viel gespielt, auch ein gutes Spiel gemacht. Ein kleiner Fehler am Ende trübte so ein bisschen das Gesamtbild, aber heute entscheiden sie sich für Erfahrung. Und auch hier ist er wieder gefordert. Sabihi und Öztürk kriegt den Ball nicht mehr kontrolliert. Younes Spu. Sabihi, Öztürk, klasse Technik, Ian Prescott-Klaus, ja, Stockfehler von Sabihi und die Konter, da dürften die Panthers gewarnt sein, denn auch schon gegen Weilimdorf beim 6:7 der FC St. Pauli stark im Umschaltspiel.
Oh, klasse gespielt. Super Pass von Younes Buu. Gucken wir doch mal. Sehr, sehr gut gemacht. Und am Ende fehlen Zentimeter. Also 5 Minuten gespielt. Wir können konstatieren, beide Mannschaften schon auch erstmal etwas nervös, der ein oder andere Stockfehler, und dennoch haben wir hier Torchancen auf beiden Seiten, insbesondere durch die Gastgeber. Sebastian Dudek zweimal gefordert. Ja, kein Foul. Auch wenn Ian Prescott Klaus, der Routinier, das für sich reklamiert, fehlte zuletzt aufgrund von Leistenproblemen 2 Spiele. Ermin Balic haben wir hier mit der Nummer 15. Wechsel werden fliegend vollzogen. Das heißt, es gibt sogenannte Wechselzonen. Und in diesen kann ohne Anmeldung, wie es vom Fußball kennt, gewechselt werden. Und davon machen beide Trainer natürlich Gebrauch. Denn, wie ihr seht, das Spiel ist durchaus intensiv. So, wieder ein langer Ball auf Grünberg und Außennetz. Grünberg, der das immer wieder geschickt schafft, auch den Körper zwischen sich und den Gegenspieler zu bringen, den Ball da abschirmt und dann nur ganz, ganz schwer vom Ball zu trennen ist. Wieder so ein langer Ball. Aber gut gelöst in dem Fall. Im Verbund. Ian Prescott Scott. Ein Kick von der Seite. 4 Sekunden hat der Spieler Zeit, aber in dem Fall war das Spiel unterbrochen. Auch das trägt zur Dynamik des Spiels bei. Achtung, Tor! 1-0 Panthers! Und Nico Zankel hat's gemacht. Und das sind diese verrückten Geschichten. Ansatzlos mit links ins Glück. Zanke, der ja eigentlich gar nicht spielen sollte, hereingerückt ist aufgrund der Verletzung von Finn Hanke, konnte nur ab Donnerstag trainieren. Und er eröffnet also diese Partie mit dem ersten Treffer. Sehr zur Freude der meisten Zuschauer hier. Da haben wir wieder Nico Zankel. Natürlich Selbstvertrauen. Da haben wir Patrick Ernst Bunzemeier, der auch gesagt hat, ja, es ist ein Derby, aber wir sind Aufsteiger und wir müssen unsere Punkte irgendwie auch organisieren. Also hat da so ein bisschen etwas nüchterner das Spiel gesehen. Klasse Aktion von Öztürk, etwas zu lang für Mohamed Labiat.
Und die erste Auszeit. Beide Teams können sich jetzt sammeln und besprechen. In dem Fall die Panthers, die diese Auszeit genommen haben. Und die sind bislang zufrieden. 1:0 durch den Treffer von Nico Zankel. Aber St. Pauli Futsal hat schon irgendwie den Entertainment-Faktor, wie Patrick Ernst Bunzemeier selber gesagt hat. Hat gesagt, die Zuschauer, die im letzten Heimspiel da sind, die hätten sicherlich auch einen Euro mehr bezahlt bei dem, was ihnen geboten wurde. Zur Einordnung, St. Pauli Futsal als Aufsteiger zuletzt gegen zwei Top-Teams gespielt, Weilimdorf und Hot 05 Futsal. 3:4 und 6:7 verloren. Gerade das Weilimdorf-Spiel war ganz, ganz verrückt. Mehrere Führungswechsel. Und am Ende lief man dann noch in diesen einen Konter beim Stande von 6:6. Das ist ja noch dieses Stückchen Reife für die recht junge Mannschaft. Da im letzten Angriff nicht noch den Ball im Dribbling zu verlieren, sondern vielleicht auch den Punkt mitzunehmen. Ja, kein Handspiel, geht weiter. Und der nächste Abschluss. Celani, dem langen Abwurf auf Zankel. Pfosten! Und das war Spu. Das erste Mal der 7-Tore-Mann, Youssef Spu, ansatzlos. Da sind sie froh, dass er heute zurück ist. Auch wenn Maximilian Grünberg die Rolle vorne in der Spitze auch ganz gut ausgefüllt hat. Aber Youssef Spu, hier haben wir ihn, läuft Celani an, provoziert den langen Ball. Doch schon einer, der so ein bisschen aus dem Kollektiv hinaussticht. Patrick Ernst Bunzemeier, der Coach von St. Pauli Futsal, hat auch nochmal dezent das Thema Nationalmannschaft thematisiert. Sicherlich einer, der sich da im Dunstkreis bewegt und der eine Nominierung verdient hätte. Ja, Ball nicht im Aus, geht weiter. Und die erste gelbe Karte gegen Youssef Spu. Da greift das unparteiische Gespann direkt durch. Gelbe Karte erstmal noch ohne Konsequenzen. Muss aber natürlich aufpassen. Celani, langer Einwurf.
Und vorne wartet Yassin Sabihi. Die Panthers hier vor 4 Wochen ja gegen Wacker Eagles mit dem ersten Derby. Das haben sie sehr gut absolviert. 8:0 hieß es da. Und auch heute bislang alles nach Plan für die Panthers. Wir haben es eingangs thematisiert. Der ein oder andere verletzte Spieler. Sid Siskin, Uno Saklem, Kumal Hadiri heute nicht dabei. Aber Michael Mayer, der gerade am Ball ist, hat auch gesagt, dass das Team funktioniert. Öztürk. Und das haben sie bewiesen. 11:3 in Penzberg. Oh, wieder Pfosten. Gibt's doch gar nicht. Und St. Pauli klopft an am Ausgleich. Und die Panthers müssen aufpassen. Sabihi. Hatte eine lange Futsalpause, 2 Jahre. Auch er wurde jetzt so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen aufgrund der Personallage. Hat großes Entwicklungspotenzial, hat Mo Labiat mir noch verraten, hier die Nummer 9 im Bild. Aber das ist dann auch schon speziell. Zuletzt Fußball gespielt. Meier, Labiat, Jeremejew läuft an, aber das Pressing nicht konsequent genug. Jetzt lassen sich wieder ein bisschen fallen. Labiat mit dem Fehler. Und jetzt Sebastian Dudek, der sich mal mit einschaltet. Meier. Und Dudek ist da. Ja, die Panthers am Sonntag in Einsatz gewesen. In München, lange Auswärtsreise. Ging mit dem ICE noch in der Nacht zurück. 3-mal trainiert. Am Montag war dann trainingsfrei, logischerweise. Und dann am Freitag Abschlusstraining. Trainer Joost van Gerwen sprach von einem fantastischen Sieg. Wir haben uns unsere Chancen rausgespielt und diese eiskalt genutzt. Und mit Blick auf heute, wir brennen auf das Stadtderby und wollen zeigen, wer das beste Futsal-Team in Hamburg ist.
Vielleicht auch noch zur Einordnung, also St. Pauli Futsal als Aufsteiger hier schon auch der Außenseiter, die Panthers Rekordmeister mit 4 Titeln, im letzten Jahr 4. geworden in den Playoffs, erst im Halbfinale verloren. Gibt ja hier in der Liga ein Playoff-System, die besten 8 spielen die Viertelfinals untereinander. Der letzte steigt ab und der vorletzte muss in die Relegation. Und Klassenerhalt, das ist das Ziel von St. Pauli Futsal und das wird schwer genug. Meier mal mit einer schönen Einzelleistung. Spu bietet nur Geleitschutz. Aber am Ende fehlen dann doch ein paar Zentimeter. Hier im Prescott Scott Meyer. Klasse weitergeleitet von Stankovic, der Vater geworden ist einer Tochter, konnte deswegen im Penzbeck nicht mitmischen. Auch von unserer Seite nochmal herzlichen Glückwunsch. Nikola Stankovic. Hat sich hier mal per Video beworben vor ein paar Jahren und ist mittlerweile fester Bestandteil der Linksfuß. Genauso wie er, Michael Meyer. Scharfe Reingabe, aber gut aufgepasst von Spu und das ist kein Foul. Weiter geht's. Zankel, Missverständnis mit Meyer. Guck nochmal drauf. Da ist viel Ball am Ende. Vielleicht noch so ein leichter Hakler. Yunus Bu beschwert sich da auch. Aber dieses Vorurteil, was man manchmal noch hört, dass Futsal ein körperloser, kontaktloser Sport ist. Das ist hier bereits in der Anfangsphase eindrucksvoll widerlegt worden. Aber man merkt auch, dass die Panthers hier ein bisschen Probleme haben mit den Gästen, die ja so ein bisschen einen für Futsal-Verhältnisse unorthodoxen Spielstil pflegen. Sind schwer ausrechenbar. Das hört man auch immer wieder von Trainern dieser Liga und gleichzeitig, wenn man sich die letzten Ergebnisse so anschaut, 5:4 gegen Düsseldorf, der Ausreißer, 3:11 in Stuttgart, 3:4 gegen Hot 05 Futsal und das 6:7. Also da ist immer viel, viel Unterhaltung dabei. Spielen durchaus attraktiv. Hier und heute warten sie noch auf den ersten Treffer. Oh, gute Balleroberung, Labiat. Riskante Grätsche, aber geht weiter. Labiat, wow! Also, habe ich mal irgendwas von körperlos eben gesagt? Also das ist schon sehr intensiv, aber absolut fair. Klares Foul hier aber. Zweites auf Seiten der Gäste. Labiat. Oh. Erstes etwas härteres Foul. Steigt ihn da ein bisschen auf die Sohle, Murat Spu, der zuletzt aufgrund muskulärer Probleme fehlte. Interessante Freischussposition.
Stankovic steht bereit. Labiat direkt vor Dudek postiert. Nimmt ihn ein bisschen in die Sicht. Sie spielt es über Ian Prescott-Klaus. Und jetzt hat Patrick Ernst Bunzemeier Redebedarf. Nächste Auszeit. Schauen wir nochmal aufs einzige Tor. Klasse vorbereitet auch von Stankovic. Und am Ende ist es Zankel, der da Dudek in der langen Ecke erwischt. Wenig Möglichkeiten für einen Torhüter. Und die beiden Unparteiischen um Schiedsrichter Adrian Höhns haben das Ganze gut im Griff bislang. Ich finde aber, und das hat man auch schon bei anderen großen Spielen gesehen in der Futsal-Bundesliga, ich erinnere nur an die Saisoneröffnung Fortuna Düsseldorf gegen HSV Panthers in der letzten Saison im Castello in Düsseldorf. Auch da war die Kulisse etwas größer und es war was Besonderes, weil es eben das erste Spiel war dieser neuen Futsal-Bundesliga, die es erst jetzt in der zweiten Saison gibt. Ich finde, auch da hat man gemerkt, dass die Akteure durchaus ein bisschen nervöser waren als sonst. Gingen dann auch 1-0 durch ein spätes Düsseldorfer Tor aus. Also auch hier und heute wünscht man sich natürlich als neutralen Fan auch noch den ein oder anderen Treffer mehr. Und dennoch arbeiten beide Teams dran. Klaus mit der Pike. Gut von Dudek. Dudek, der jetzt die St. Pauli-Fans im Rücken hat, der im Interview in bester Oliver Kahn-Manier gesagt hat, er mag das eigentlich, wenn alle gegen ihn sind. Selim Aykic. Und die Ecke ist Aufgabe von Juri Jeremejew, der eine Idee hat. Younes Bu. Wieder Bu. Kein Handspiel, geht weiter. Ja, Murats Bu. Ich hatte es erwähnt. Und dann eben noch Yusefs Bu und Younes Bu, die beiden Zwillingsbrüder. Also, eine absolute Futsal-Familie. Und alle leben den FC St. Pauli Futsal. Das Team hat 2011 gegründet unter dem Slogan We Came From Nowhere. Patrick Ernst Bunzemeier hat dem Team dann innerhalb von 3 Tagen neue Trikots und ein Spielkonzept verpasst. Und dann ging die Erfolgsgeschichte los, die jetzt in der Futsal-Bundesliga so ihren Höhepunkt findet. Ah, schön gemacht, Labiat, Doppelpass. Und wieder ist Dudek da. Sebastian Dudek. Den
schießen jetzt ein bisschen warm. Wieder Labiat, sehr auffällig, aber kleines Stockproblem. Bleibt am Ball, Labiat. Mit Öztürk auf engstem Raum. Das ist dann wirklich auch das Besondere an Futsal. Man hat wenig Zeit und eben wenig Raum und muss Lösungen kreieren. Und das ist dann durchaus anspruchsvoll. Überhaupt viele Spieler, die dann vom Fußball in den Futsal wechseln, brauchen dann schon die eine oder andere Trainingseinheit, manchmal sogar ein ganzes Jahr, um sich mit den, ja, doch anderen Anforderungen so ein bisschen vertraut zu machen. Oh, Achtung, abgefälscht. Juri Jeremejew. Ja, das gibt so ein bisschen höhnischen Beifall. Aber, das muss man betonen, einfach eine sehr positive Atmosphäre auch. Positiver Support überwiegend. Natürlich gibt es, wenn der HSV gegen St. Pauli spielt, immer so ein bisschen auch verbalischer Mützel. Das gehört natürlich irgendwie auch dazu. Solange es friedlich bleibt und sich am Ende alle wieder die Hand geben. Ja, 1:30 jetzt noch zu spielen in diesem ersten Durchgang. Bin sehr gespannt, was Patrick Ernst Bunzemeyer, den wir hier sehen, in der Halbzeit noch ansprechen wird, an welchen Stellschrauben er womöglich drehen wird. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er mit dem Resultat auch leben kann. Spiel ist offen, gab 2 Pfostentreffer schon von St. Pauli und hätte durchaus auch schon 1:1 stehen können. Hinten stehen sie diszipliniert. Dudek ist gut dabei. Ist drin im Spiel und sie lassen wenig Großchancen zu. Und auf der anderen Seite die Panthers, hin und wieder im Passspiel etwas ungenau. Zankel mal mit der Direktabnahme. Öztürk sehr auffällig, wieder Zankel, Stankovic. Seinem starken linken Fuß. Suchen die Lücke. Meier. Immer noch Meier. Zanke und Öztürk verpasst. Kontermöglichkeit, 12 Sekunden noch. Stankovic. Jetzt geht's auch gegen die Uhr. Kein Foul. Aber gleich noch ein bisschen Thermik drin. HSV-Fans haben das naturgemäß anders gesehen.
Aber ich denke, das kann man so laufen lassen. Jetzt ist Halbzeit. Zwischen den HSV Panthers und FC St. Pauli Futsal steht 1:0 durch den Treffer von Nico Zankel. Wir erleben ein intensives Derby, wo hin und wieder noch der ein oder andere Fehlpass dabei ist. Aber es ist durchaus auch immer mal wieder hochwertig. St. Pauli wird sich ärgern. Zwei Pfostentreffer, wir haben es angesprochen. Können wir uns gleich auch noch mal ein bisschen zu Gemüte führen in den Highlights. Und Patrick Ernst Bunzemeier schon mit den ersten Gesprächen. Das ist ein Freistoß gewesen, ein sehr vielversprechender von Juri Jeremiev. Und da haben sie gut geklärt. Das war Zabihi und Dudek mit seiner Abwehr. Das war die beste Phase der Panthers direkt am Anfang des Spiels. Und das ein absoluter Zuckerpass. Außennetz war dabei. In dem Fall von Maximilian Grünberg. Und hier haben wir nochmal den Treffer. Den einzigen des Spiels. Und wir sehen, dass auch Ermin Balic dann noch ein bisschen irritiert deutet daran hinzugehen. Aber es ist Zankel am Ende. Und da wäre Chailani machtlos gewesen. Pfostentreffer Nummer 1. Durch Youssef Spu und Mohamed Muzaffari direkt danach. Und das war Ian Prescott Klaus mit der Pike. Öztürk verpasst knapp. Also insgesamt Panthers schon mit den besseren Chancen. Und hier wurde diskutiert. Ich finde aber, das kann man so laufen lassen. So, für euch geht's an dieser Stelle weiter mit den Top 5 Toren des letzten Spieltags und wir melden uns dann pünktlich zur zweiten Halbzeit hier aus der Sporthalle Wandsbek. Bis gleich.
Willkommen zurück hier in der Sporthalle Wandsbek. HSV Panthers, St. Pauli Futsal. Das Stadtderby, das hier Futsal Deutschland elektrisiert. 1:0 steht's durch den Treffer von Nico Zankel. 13:35 waren da auf der Uhr. Hat hier den HSV-Anhang, den ihr im Hintergrund seht, das erste Mal richtig jubeln lassen. Und St. Pauli, wir haben es gesagt, ein bisschen Aluminiumpech gehabt, arbeitet weiter dran. Ich finde, Youssef Spu, den 7-Tore-Mann, bis auf seinen Pfostenschuss haben die Panthers ganz gut im Griff. Und Sebastian Dudek, der Gästekeeper, mit einer wirklich sehr, sehr starken Vorstellung in der Anfangsphase, hielt er sein Team auf jeden Fall im Spiel. Wir gehen rein, die Gäste jetzt von rechts nach links in den rot-grauen Jerseys. Die Panthers nach wie vor in dunkelblau von links nach rechts. Tribüne erhebt sich das erste Mal. Wir haben noch keine offizielle Zahl. Sobald wir etwas derartiges zugesteckt bekommen, seid ihr natürlich die Ersten, die das auch erfahren. Ich kann nur meine Eindrücke hier schildern, oder unsere besser gesagt. Es ist sehr, sehr voll. Hier haben wir ihn, Youssef Spu, 32 Jahre, 7 Tore schon, Vierter der Torschützenliste der Futsal-Bundesliga. Sicherlich einer, der herausragt aus diesem sehr, sehr starken Kollektiv der Kiezkicker. Celani mit eingebundenem Aufbau. Auch darauf wird es ankommen, den Ball möglichst fehlerfrei durch die eigenen Reihen zu rotieren. Ball läuft jetzt das erste Mal ganz gut wieder durch die eigenen Reihen. Gute Rotationen. Celani, Foul an Stankovic. Oben stehen die Fouls wieder bei 0-0, denn die werden dann pro Halbzeit gezählt und im zweiten Durchgang geht es dann wieder von vorne los. Also hier noch nicht eingeblendet für euch, doch jetzt. Zumindest in der Halle. Erstes Foul Panthers, aber was mir noch viel wichtiger ist, eine richtig, richtig interessante Freistoßposition. Juri Jeremejew berät sich dann noch mit Youssef Spu. Ich denke, Jeremejew wird's machen. Nee, Spu macht's. Und zwar Younes Spu. Hatten alle Panthers mit Jeremejew gerechnet. Überraschungseffekt gelungen. Allerdings geht der Ball doch etwas übers Tor. Gar nicht einfach, den Ball ins Handballtor dann unterzubringen, auch wenn der Ball Größe 4 etwas kleiner ist als man das zum Beispiel im Fußball kennt. Boah, schön gemacht.
Klasse Aktion von Spu. Über dessen Aussprache wir uns vorm Spiel auch nochmal informiert haben. Also das O ist tatsächlich stumm. Und das ist Younes Bu und das ist Grünberg, der nicht so auffällig ist wie noch zuletzt. Aber man hat natürlich auch Video geschaut. Und vielleicht war man auch vor Ort. Kennt den Gegner sehr, sehr gut und hat gesehen, dass Maximilian Grünberg da durchaus mit Ball gefährlich ist. Und in dem Fall Weilimdorf den Gegner vom letzten Wochenende vor reichlich Probleme gestellt hat. Hier haben wir ihn, Maximilian Grünberg. Vier gelbe Karten, muss aufpassen. Bei der nächsten wird er fehlen. Im nächsten Heimspiel in zwei Wochen gegen Jahn Regensburg, den Mitaufsteiger. Ja, einmal parallel zur Mittellinie. Younes Bu. Ja, interessanter Ballgewinn und Stankovic stellt seinen Körper rein. Das ist ein Foul. Und das ist gelb. Für den Serben. Hat der Idris Atay so ein bisschen auflaufen lassen. Sagt er auch nochmal, ich kann mich nicht in Luft auflösen. Ja, das stimmt. Aber am Ende hat der Unparteiische so bewertet und ich kann mich da durchaus anfreunden mit dieser Entscheidung. Ich hoffe, dass das bei euch rüberkommt. Die Atmosphäre ist großartig. Tolle akustische Untermalung dieses Spiels. Und jetzt aber erstmal der Freistoß. Spu und Celani ist dran. Yaichin Celani, der Kapitän, der da, und das werden wir gleich sehen, auch ran muss. Ball allerdings doch etwas zentraler als zuerst gedacht. Szene geht direkt weiter, gut von Ian Prescott-Klaus, der da reingrätscht. Spu fackelt nicht lange, das weiß man, nicht nur in Hamburg. Sehr abschlussstarker Spieler. Und Tor! Und das haben sie richtig gut gespielt. Maximilian Grünberg lässt sich feiern, direkt vor der Kurve. Ja, besser geht's ja nicht für ihn. Spu mit der kurzen Variante. Und am Ende an langen Pfosten steht Grünberg. Wir haben eben noch über ihn gesprochen. Vorarbeit kam von Younes Bu. Aber Achtung, direkte Antwort. Fragezeichen, nein. Und jetzt sind beide Mannschaften endgültig angekommen hier. Wieder Grünberg. Nächster Abschluss. St. Pauli.
Ah, gut gearbeitet von Stankovic. Und wir sehen direkt, dass die Gäste ein bisschen weiter stören, ein bisschen früher stören. Aber das gibt natürlich auch Lücken, wie hier für Öztürk, der Stankovic mit in die Show bringt. Aber nicht das erste Mal, dass ein St. Paulianer hier noch reingrätscht. In dem Fall ist es Younes Buh. Also die werfen sich hier wirklich mit allem, was sie haben, in die Schüsse, blocken die Schüsse. Ich habe mich mit Patrick Ernst Bunzemeier noch unterhalten und habe mal gefragt, wie er den Spielstil denn seiner Mannschaft beschreiben würde. Aber Achtung, kein Foul. Riesenmöglichkeit. Und die lässt er liegen. Idris Atay. Und jetzt gibt's Gelb gegen Ceylani, weil da noch ein bisschen Text dabei war. Aber umstritten, durchaus umstritten. Prescott Klaus moniert da gefoult worden zu sein. Und ich glaube auch Idris Atay war ein bisschen überrascht am Ende. Kann da natürlich mehr draus machen. Glück für die Panthers. Ja, es wird ja viel geredet dieser Tage auch über den Spielstil von St. Pauli Futsal. Und Patrick Ernst Bunzemeier hat die Frage zurückgegeben nach dem Spielstil. Beziehungsweise hat sie denn so beantwortet, intensiv, hat er gesagt, über die Spielweise seiner Mannschaft. Und ich finde, das kann man heute gut erkennen, was das bedeutet, intensiv. Ja, erste Mal wieder kleine Rudelbildung, aber die Unparteiischen haben es wirklich sehr, sehr gut im Griff. Meier aus dem Hintergrund. Gute Variante. Man sagt ja so, im Futsal ein Drittel der Tore circa fallen nach Standardsituation. Aber auch jetzt Sebastian Dudek. Auch die gelbe Karte. Und mit viel, viel Gestik das Ganze vom Unparteiisch untermalt. Ah, Missverständnis. Eckball. Ich glaube, Ian Prescott Klaus wollte sich da wegducken. Möglichkeit. Oh, auch Dudek ist wieder da. Gut antizipiert. Ermin Balic hier mit der 15 im Bild. War da wirklich aussichtsreich unterwegs. Und war kurz darauf, den Lob anzusetzen. Hier haben wir eben noch ganz kurz Jos van Gerven gesehen im Bild. Der 54-jährige Niederländer. Seit dieser Saison Cheftrainer bei den Panthers. Kam von den Panthers Köln. 2016, 2017 hier schon mal Coach des HSV gewesen. Boah, gefährlich. Ceylani mit allem, was er hat, wirft er sich da Grünbeck entgegen. Und nächster Abschluss. Also, die Schlagzahl an Torchancen hat hier spürbar zugenommen. Im Grunde mit dem Treffer der Gäste. Konrad Vinzenzianta eben mit dem Abschluss. Wieder Janta. Und Auszeit. Und Ian Prescott, Klaus und Ermin Balic. Ja, haben da noch ein bisschen was zu diskutieren.
Und die beiden haben alle Hände voll zu tun mit dieser emotional geführten Partie. Zettel dürfte mittlerweile vollgeschrieben sein. Vielleicht noch kurz im Regelwerk, also im Falle einer gelb-roten bzw. roten Karte darf der betroffene Spieler dann noch 2 Minuten oder eben beim Tor des Gegners durch einen anderen Spieler ersetzt werden. Also das ist auch etwas anders gelöst. Aber noch ist es hier nicht so weit. Aber der ein anderer Akteur muss jetzt haushalten mit seiner gelben Karte. Meier, hat er eine Idee? Etwas Glück. Ball springt wieder zu ihm. Halle ist wieder komplett da. Meier. Zankel, der Torschütze. Siebte Minute, sein Treffer. Mittlerweile ausgeglichen durch Maximilian Grünberg. Sein Treffer in der 24. Grünberg. Beziehungsweise, pardon, das ist Konrad Vinzenz. Konrad Vinzenz Janta, der 21-Jährige, auch für ihn besonderes Erlebnis. Und jetzt abseits vom Bildrand moniert da Mohamed Mozafari, Ellbogen ins Gesicht bekommen zu haben. Deutet das auch nochmal an. Stankovic muss aufpassen. Geht aber weiter. Öztürk. Wieder Zankel. Der wird doch nicht schon wieder. Oh, und Sebastian Dudek hat den Ball genau ins Gesicht bekommen. Geht aber weiter. Dudek, der da auf die Zähne beißt. Zankel. Ja, Stankovic, ich glaube, die Schuhe sind auf, wenn ich es richtig gesehen habe. Muss er aufpassen. Könnte mir vorstellen, dass es jetzt vielleicht eine Unterbrechung gibt. Nee, er macht es jetzt erstmal. Versteckt die erstmal in seinen Schuhen. Jetzt abseits des Bildrandes zu sehen. Umschaltmöglichkeit für St. Pauli. Aber guter Rückzug der Panthers. Defensiv können sich beide Mannschaften hier auf die Schulter klopfen. Das ist organisiert, das ist diszipliniert. Das ist auch mit der nötigen Intensität versehen. Naja. Janta mit dem Rücken zum Tor. Konrad Janta. Zankel. Gegen Spu. Thank you.
Zanke mit Jeremejew, da wird um jeden Zentimeter gefightet. Achtung! Nächste Gelegenheit, Muzaffari. Knapp vorbei. 28. Und Muzaffari auf der Gegenseite mit dem Foul. Gegen Öztürk. Ja, Hüfte rausgefahren. Auch das richtig gesehen von den Unparteiischen. Dudek mit der Parade und direkt geht's wieder in die andere Richtung. Stankovic. Celani. Wieder Stankovic. Hat ein bisschen Platz jetzt. Öztürk. Gute Rotation bei den Panthers. Kein Foul. Doch Foul. Jetzt mal eine längere Ballbesitzsequenz der Gastgeber. Die Gäste warten auf den Fehler, müssen aber aufpassen. Zweites Foul, St. Pauli Futsal. Erst ab dem 6. gibt es dann den erwähnten Freistoß ohne Mauer aus 10 Metern. Drittes Foul. Pardon. Also, das ist ein schmaler Grat. Dieses Stören. Klar, bei Ballgewinn ist man unter Umständen 1 auf 0, wie jetzt. Vor Celani, der wieder gut hält. Zankel, Labiat, Stankovic mit dabei, aber die Kehrseite der Medaille, wenn sie faulen, dann führt das irgendwann eben zu dieser Standardsituation. Ja. Grünberg deutet an, möchte ausgewechselt werden. Letzter Angriff für ihn. Fürs Erste. Sehr kräfteraubendes Spiel. Im HSV jetzt im Übrigen der Nationalmannschaftsblock. Michael Mayer, Ian Prescott, Scott und Öztürk auf der Platte hat natürlich immer den Vorteil, dass man eingespielt ist. Hier ist Dennis Öztürk. Klasse Ballmitnahme mit der Brust. Meier. Öztürk. Jetzt spielen sie es gut. Wieder Meier, aber auch wieder gut verteidigt. Und Kontergelegenheit. Farid Nuristan mit Abstimmungsproblemen sucht das Bu, aber der war schon ein, zwei Meter weiter. Knapp 10 Minuten noch in dieser zweiten Hälfte. Mann, ist das spannend.
Klar reden wir über 3 Punkte, aber wir reden natürlich auch über jede Menge Prestige, die so ein Derby-Sieg einbringen würde. Klaus! Ein Kick Panthers. Und seht ihr gerade nicht, aber Stankovic schleppt sich hier mit schmerzverzerrtem Gesicht auf die Bank. Wieder ein sehr, sehr harter Zweikampf. Hier sehen wir es nochmal. Oh, ja. Ja, da fällt Bu auf ihn, aber erstmal die Möglichkeit von Labiat. Öztürk. Spitzer Winkel. Nee, also das ist kein Problem für Dudek. Da muss mehr kommen. Einmal ist überwunden heute. Ah, wieder eine Standard. Eine davon aus ähnlicher Position führte ja zum Ausgleich. Wieder gehen die Gäste den Weg auf dem langen Pfosten, aber entscheiden sich dann anders. Also ich finde es auch wirklich sehr, sehr spannend, wenn man sich hier mal umschaut in der Halle, wie dicht einfach auch die Zuschauer an den Akteuren dran sind. Speziell hier, ihr seht das ganz gut, die Gegentribüne. Da ist dann der Schiedsrichter noch, der hat vielleicht einen knappen Meter Platz und dann sind eben schon die Zuschauer direkt dran. Auch das eines der vielen Vorzüge von Futsal. Während es heute nur ein paar Grad sind draußen in Hamburg, ist es hier in der Halle muckelig warm. Aber ich habe nach wie vor das Gefühl, dass keiner hier den entscheidenden Fehler machen möchte. Auch die Panthers sind gewarnt. Der eine oder andere Konter von St. Pauli. Höchst gefährlich. Öztürk. Gegen Molabiat und in letzter Instanz ist es Klaus, der den Ball da rausbuxiert. Oh, jetzt ist viel Platz und der war wichtig. Farid Nuristan mit dem langen Bein. Torschütz ist zurück und Dennis Öztürk bekommt eine Pause. Öztürk, der auch gegen Wacker traf hier im Stadtderby. Heute aber ein ganz, ganz anderes Spiel. Viel, viel komplizierter. Und da hat es auch unsere Kamera mal kurz mitgenommen. Wieder Redebedarf. Younes Bu beim Unparteiischen. 6:30 noch. Ja.
Zankel. Meier. Aber fehlt ein bisschen der Abnehmer. Meier. Also eins ist klar, die erfahrenen Spieler, die sind bei den Panthers und Michael Meier ist einer von ihnen. 2-1 HSV. 34. Minute und wenn nichts anderes geht, dann einfach so sieht die Defensive von St. Pauli alles andere als gut aus. Meier kann da viel zu frei agieren. Und am Ende ist es ein linker Fuß. Wie antworten die Gäste? Tor fällt in einer Phase, in der die Torchancen wieder ein bisschen weniger wurden und beide sich auch so ein bisschen, so schien es zumindest mit dem Unentschieden, angefreundet hätten. Wäre der dritte Sieg im vierten Spiel für die Panthers. Und für St. Pauli wäre es tatsächlich die vierte Niederlage in Folge, nachdem man so gut gestartet ist in dieser Saison als Aufsteiger. Drei der ersten vier Spiele gewonnen. Zuletzt gegen Weilimdorf und Hot 05 Fußball sich teuer verkauft. Und wenn man ehrlich ist, auch die Panthers sind eigentlich nicht das Team, wo man halt zwingend punkten muss. Aber der Trend spricht gerade nicht für die Gäste. Labiat, Öztürk, der wieder zurück ist. Und Celani. Man dürfte sich dann wirklich bis zum Rückspiel Stadtmeister nennen. Oder wie es Jos van Gerven ausgedrückt hat, der Trainer, das beste Futsal-Team Hamburgs. Das hätten sie dann bestätigt bekommen. Nach dem 8:0 gegen die Eagles. Hier also auch ein Sieg gegen den anderen Stadtrivalen. Aber noch ist es nicht so weit. 3 Minuten noch und
Wir wissen spätestens seit letzter Woche, wie verrückt diese letzten Minuten mit St. Pauli sein können. Grünberg, hat er noch eine Idee? Oh, klasse von Spu. Wer nimmt jetzt das Zepter in die Hand? Jeremejew. Beklagt er, gefoult worden zu sein. Aber sie brauchen jetzt eine Idee, einen Abschluss. Panthers erst bei zwei Fouls, also die werden nicht mehr in diesen kritischen Bereich kommen, könnten sich auch noch zwei, drei Fouls erlauben. Grünberg, Spu, Jeremejew. Aber die Panthers stehen jetzt sicher. Panthers kommende Woche in Düsseldorf. Hier ist womöglich der Derby-Held mit der Nummer 7, Michael Meyer. Und Klaus nochmal mit einem Abschluss. Wieder mit der Pike und wieder fehlte nicht viel. Michael Meyer, 34 Jahre, spielender Co-Trainer. Mola Biatzak, er opfert sich immer fürs Team auf und hat immer wieder seine magischen Momente. Einen davon haben wir hier und heute erlebt. Celani unter dem Beifall des Publikums. Und eins ist klar, solange die Panthers den Ball haben, verteidigen sie das Tor auf diese Weise, denn dann kann nichts passieren. Und jetzt machen sie den Deckel drauf. Over and out. Zankel mit dem zweiten Streich. 3-1 HSV. Und Celani ist mit dabei. Klaus macht das klasse. Und genau da will Zankel den Ball hinhaben. Nico Zankel. Und was ist das für eine verrückte Geschichte? Der sollte heute gar nicht spielen. Hat dann am Donnerstag nach der Verletzung von Finn Hanke Bescheid bekommen, dass er einspringen müsste. Sollte die Woche eigentlich gar nicht trainieren. Ist dann Donnerstag noch zum Training gekommen. Und heute gleich mit zwei Treffern. Also diese Woche wird Zankel auch nicht vergessen. Kopfball nochmal von Spu. Winkel sehr spitz. Ja, nochmal ein kleines Foul. Und ich weiß nicht, ob ihr gehört habt über die Außenmikrofone. 1300 Zuschauer heute in der Sporthalle Wandsbek. Also, es ist das Rekordspiel. Höchste Zuschauerkulisse, die es jemals gegeben hat in der Futsal-Bundesliga. Hier also beim Stadtderby aufgestellt.
und den HSV-Fans schmeckt's. Letzte 10 Sekunden. Gibt's noch die Ergebniskosmetik? Letzter langer Ball und jetzt ist es amtlich. Die HSV Panthers gewinnen das erste Derby gegen St. Pauli Futsal in der Futsal-Bundesliga mit 3:1 vor 1300 frenetischen Zuschauern durch die Tore von Nico Zankel, der doppeltraf, und Michael Meyer auf Seiten von St. Pauli. Grünberg mit dem zwischenzeitlichen 1:1. Es war ein sehr intensives Spiel. Viele Nicklichkeiten, viele Zweikämpfe, aber im Großen und Ganzen fair. Am Ende sind wir wieder Freunde, hat Mo Labiat gesagt. Und genauso sieht es jetzt aus beim Abklatschen. Tolle Bilder und ein besonderes Spiel. So, dann lassen wir euch an dieser Stelle mit den Bildern des Tages alleine und verabschieden uns an dieser Stelle aus der Sporthalle Wandsbek, während hier noch gefeiert wird. Das war's von mir, Arne Albrecht. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht bei diesem Stadtderby. Bleibt euch und dem Futsal treu. Und jetzt gibt's an dieser Stelle noch die Highlights des Spiels. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg.